So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Project Zomboid. Wir sind in der letzten Folge dem Tod ein bisschen knapp von der Schippe gesprungen. Und ich denke auch, dass ich es ohne die Hilfe von Percy Haskins nicht geschafft hätte. Man könnte jetzt sagen, ich stretche ja die Regeln ein bisschen des Spiels und das stimmt auch. Weil hätten wir die Arbeit aus Staffel 1 nicht gehabt, dann wäre das hier überhaupt nicht möglich gewesen, was passiert ist. So habe ich die aber und warum sollte ich es nicht nutzen? Das kam mir jetzt auch ein bisschen besser vor, als, naja, das einfach so reinzucheaten oder so. Und wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht einfach an einer Lebensmittelvergiftung sterben. So, wir sind jetzt hier in der temporären Base. Und wir müssen erstmal überlegen, wie mache ich weiter? Ich habe mir hier, also ich habe übrigens hier zwischen den Folgen noch mal ein paar Thumbnails aufgenommen, deswegen ist hier die Zeit vergangen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben, werde ich jetzt diese Folge mal schauen, dass wir hier ein bisschen uns einrichten. So, was meine ich damit? Wir müssen uns irgendwie einen sicheren Rückzugsort schaffen. Und vor allem, falls wir irgendwie ein Problem haben, dass wir uns nochmal das Bein brechen oder dass wir uns eine Erkältung holen und so weiter. Und ich finde, das hier alles ist nicht wirklich sicher. So. Das heißt, diese Folge hier könnte ein bisschen ein Grind werden. Also stell dich schon mal ein bisschen drauf ein. Unsere Stats sehen halt auch noch nicht so gut aus. Wir sind erschöpft und solche Sachen. Ja. Aber sonst passt das eigentlich. Mal ganz kurz schauen. Das Gewicht sollte noch ein bisschen höher werden. Und vor allem brauchen wir hier noch ein paar Punkte. Mit den Stats können wir nicht viel reißen. Also wenn jetzt hier irgendwie 20 Zombies ankommen oder so, sind wir mit 99%iger Wahrscheinlichkeit tot. Und ich will eigentlich hier auch nicht die Basis aufgeben. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich überhaupt hin kann. Ja, das ist nämlich das größte Problem. Wir haben hier gar keinen Rückzugsort. Ich packe jetzt erstmal hier alles, was ich nicht brauche, in diesen Schrank. Stofffetzen sollte ich nicht brauchen. Zitronengras bleibe ich dabei. Wir werden vielleicht noch ein bisschen foragen, die Stunde, ja. Die Folge meine ich. Was auch eine Stunde ist. Beziehungsweise Kochtopf und Stehtopf können wir mal draußen hinstellen, würde ich sagen. Auch die Schüssel. Speere könnte man vielleicht noch ein paar craften. Handgabel bleibt hier. Jeansstreifen bleibt hier. Immer noch 9 Kilo hier drin. Backform und Backblech kann hier bleiben. So. Dosenöffner nehme ich mit. Ist hier was Interessantes? Die Säge. Eine leere Blechdose. Schauen wir mal raus. Genau, also auch hier der Hintergarten, der ist alles andere als sicher. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ich werde vielleicht hier mal absperren oder so. Ja, das machen wir direkt mal als erstes. Also erstmal das. Und dann das und das. So. So. Und wir machen ja hier auch gerade Krach. Wahrscheinlich werden wir auch auf ein oder zwei Zombies gleich treffen. Ach komm, Baum fällen. So. Sonst kriege ich das ja nicht hin. So, hier noch. Das levelt auch gleich noch ein bisschen den Axt- und den Tischlerei-Skill, was ich hier vorhab. Okay. Dann brauche ich Lakenseile. Zack. Zack, ich glaube, so war das, oder? Ich muss mal schauen, bevor ich hier irgendwelche Unsinn einstelle. Bauen. Wände. Wand aus Baumstämmen. Ach, das braucht Stofffetzen. Oh. Oder Bindfäden oder Seile. Bindfäden, na klar. Vielleicht brauche ich eine Wand aus Baumstämmen mit Bindfäden. Ja, wir können ja trotzdem mal stapeln, dafür sind die Seile ja ganz praktisch.
Ja, wobei ist ja auch Quatsch hier, wenn es direkt um die Ecke ist. Dann Stofffetzen. Ist auch nicht so schwer ranzukommen. Wir haben ja hier ein bisschen Ressourcen. Die wurden uns ja netterweise vorbeigebracht. So, zack. Dann packe ich mal die in den Rucksack. Wir müssen vielleicht auch mal an der Depression arbeiten, damit das hier ein bisschen schneller geht. So, Bauanwände. Hand aus Baumstämmen. Und dann machen wir einfach mal hier vorne zu. Geht das? Warum geht denn das nicht? Sollte doch eigentlich. Was brauche ich denn dafür noch? Bauen. Ich bin schlauer, ne? Ich guck einfach nicht, was hier los ist. Und prompt habe ich wieder Gäste. Ich muss eigentlich auch damit rechnen, dass ich hier im Erkunden wieder irgendwelche Hausalarme auslöse. Und deswegen auch unbedingt einen Rückzugsort brauche. Na komm, sag mal. So, jetzt aber. Ja, bringen wir neue Ressourcen. So, bauen, Wände. Ach, jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Ach, weil ich habe einen Baumstamm zu wenig. Ah, man braucht drei. Vier meine ich. Okay. Eins nehmen. Wie viel wiegt denn so ein Ding? Neun. Neun mal vier sind 36. Eigentlich müssten Vierer da reinpassen. Ich mache erstmal hier zu. Im Idealfall macht man hier vielleicht sogar alles zu. So. Baumstamm. 36, das heißt, ich darf eigentlich nur 3 Kilo hier im Rucksack haben, damit ich 4 Stück mitnehmen kann. Aber was schmeißt man da raus? Die beiden Lackenseile? Ja, komm, brauche ich gerade nicht. Okay, ja, jetzt sollte es gehen. Also jetzt soll es ganz knapp nicht gehen. Ich glaube, ich bin 0,4 Kilo drüber. Ne, geht. Geht, geht, geht. Sehr gut. Was? Ne, nicht doof. 9 Kilo? Und, ach ja, und dann bin ich bei 39,4. Doch, ja. Also. Raus damit. Und. Ne, den nicht. Den raus. Den raus. So. Zack. So, Boden, Wände, Wand aus Baumstämmen. So, sehr schön. Da kann von hier erstmal nichts mehr kommen. Was nicht heißt, dass nicht von hinten irgendwas kommen kann. Wenn jetzt hier eine Horde kommt, ne, dann sitze ich hier in der Falle. Das wäre der Knüller. So, Moment, jetzt Baumfällen. Machen wir noch ein bisschen weiter hier. Ich will auch ein bisschen Überblick haben. Schade, dass ich noch keine Lötlampe habe, sonst könnte ich hier die Zäune wegmachen. Ich werde eine Sache schauen. Kann ich hier eine Wand hinbauen? Ja, also man könnte hier zumachen. Oder hier vorne. Ich mache mal hier vorne zu. Und dann machen wir hier einfach mal. So. Die finde ich irgendwie nice. Finde ich gut. Bist du der Einzige? Ist das schlau, so zuzumachen? Ich überlege gerade, wie ich hier am besten mich absichere. Ich müsste eigentlich, ich könnte hier eine Wand ziehen, so. Und dann hier eine Wand ziehen. Ist auch nicht gut. Habe ich noch irgendwas? Könnte
könnte jetzt auch sagen, dass ich hier hinzubaue und hier zubaue. Also vielleicht baue ich hier eine Wand und hier eine Wand. Und dann habe ich hier einen Weg rein, durch den auch Zombies reinkommen können. Das ist alles nicht so geil hier. Aber wir versuchen es einfach mal. So. Muss vielleicht auch schauen, wie lange meine Äxte halten können. So. Die Sache ist auch, je mehr Bäume ich wegmache, umso besseren Überblick habe ich natürlich, aber ich muss sie dann auch weiter weg mir holen. So. Okay. So, dann gib mal vier her. Noch Stoffpfützen, ja. Genug. Also. Die Idee ist ja, dass man. Ich mache vielleicht das mal hier zu. Ich will nach vorne hin ein bisschen Ruhe haben. Moment, da nicht hier hin. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Eigentlich müsste ich auch mal schauen, dass ich hier nicht verhungere, also beziehungsweise dass die Kalorien weit oben sind, damit wir unser Wunschgewicht langsam erreichen können. So. Baumstämme. Ach, schon wieder so spät, ne? Naja, wir haben hier drin noch genug Futter. Bauen. Wände. Es fehlt an Stoffhetzen. Ist kein Problem. So, zack. So. Eine Sache, die natürlich noch dazu kommt, ist, dass hier vorne das Haus extrem unsicher ist. Und ich mal schauen muss, wie ich das dann in den Griff kriege. Ich müsste wahrscheinlich im Idealfall von innen mit Brettern die Türen und so fast verbarrikadieren. Warum von innen und nicht von außen? Die Antwort ist, Zombies greifen Dinge an, die die Spieler gebaut haben. Und wenn sie die nicht sehen, greifen sie die aber nicht an. Also das heißt, wenn man das von innen verbarrikadiert, ist man da auf der sichereren Seite. Ich will nicht sagen die sicherste Seite, aber ein bisschen sicherer ist es schon. So, guck mal her. Also rein aus logistischer Sicht mache ich hier eigentlich auch nichts. Nichts richtig, wollte ich sagen, aber es ist nicht unbedingt schlau, was ich mache. Weil wir eine Menge Baumstämme dafür brauchen, um diese Basis abzusichern. Und ich mir nicht mal sicher bin, ob das lange hält. Ich mache es nichtsdestotrotz, mache ich es trotzdem. Baum fällen. So, den kannst du auch noch fällen. Okay, dann haben wir hier drei Baumstämme und da den vierten. Zack. Wir haben auch ganz viele Äste, aus denen wir Speere bauen können und das werde ich dann noch tun. Bauen, Winde, Wand aus Baumstämmen. So. Zack. Gut, es geht voll auf die Ausdauer. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier jetzt natürlich Zombies anlocke. Dann könnte es passieren, dass die mich anknabbern.
Also nicht als. Ich tue fast so, als wäre das was Neues. Das ist ja jetzt gerade in der Staffel schon öfter passiert. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir immer noch infiziert sind. Ich setze mich mal auf den Boden. Beziehungsweise nein, vielleicht nicht draußen. Also gut, ich habe Klaustrophobie, also drin ist es eigentlich auch nicht so schlau, aber drin ist trotzdem sicherer. So. Aber hier drin kann ich wenigstens Fruchtmarmelade dabei naschen. Oder Bier oder. Was nehme ich denn? Eine scharfe Soße, Teebeutel, Weißwein, Zucker. Zucker kann man. Ich habe sowieso jetzt nicht vor, irgendwie zu kochen oder so. Erstmal einfach mal ein Paket Zucker. Wenn ich Kraft habe, was kann man machen? Aha. Ach krass. Was einmal mit Beton, Gips, Gießsack? Was geht? Oder sollte ich mich einfach für die Nacht hinlegen? Wir haben immer noch. Nee, wir haben keinen Muskelkater mehr. Ja, dann komm, machen wir mal die Nacht. Ein Bett sollte ich mir vielleicht auch nochmal irgendwo hermopsen. Jetzt machen wir mal kurz Fitness, so viel es geht. So. So, das war jetzt nicht viel, aber sollte erstmal gehen. Und dann versuchen wir hier auf dem scheiß Stuhl zu schlafen. Übrigens keine gute Idee, auf dem Stuhl zu schlafen. Hier sehen wir, zack, haben wir dann wieder einen guten Teil Ermüdung. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So. Oh, und wir brauchen die nächste Zombie-Flex-Pille. Am besten eine, die nicht direkt eine Erkältung auslöst. So, ausruhen. So, das sollte erstmal reichen. Das Schöne ist, durch die ganze Fitness haben wir hier bei Liegestützspringen schon einen sehr hohen Regelmäßigkeitslevel und kriegen da nicht so krass den Muskelkater von. Jetzt gucke ich mal nach rechts, ob die Aufnahme läuft. Ja, sieht gut aus. So, 6:30 Uhr, extrem depressiv und durstig. Ist hier noch irgendwo Wasser, was ich trinken kann? Sag bloß. Okay. Das Haus ist leer, ihr Zuzelt. Hier auch. Ja, dann. Im Nachbarhaus gibt es ja auch noch Wasser. Dann befüllen wir noch die Sodapopflasche. Können wir auch direkt wieder an den Gürtel tun. Finde ich ein bisschen nervig, dass er die immer abtut, wenn die leer ist. So, drei Baumstämme, komm mit. Hier sind wir sicher, weil hier ist ein Zaun. Alles in allem muss ich aber sagen, ich fühle mich hier nicht sicher. Egal wie ich es anstelle. Also ich müsste ja höchstwahrscheinlich. Ja, wie kriege ich denn hier hinten das sicher? Eigentlich gar nicht. Also aus der Richtung könnten halt immer noch Horden kommen. Ja, wir schauen mal. Das wird vielleicht erstmal auch nur temporär.
So. Zack. So, dann nehmen wir den mit. Und den, und ich höre den Zombie von hinten kommen. Stell dir mal vor, man nimmt den Taubtrade. Dann würde man sowas halt gar nicht hören. Das wäre ätzend. So, komm, stopp. Zack. Und eine letzte Wand. Was fehlt? Bauen? Wände? Ach da, das war bloß irgendwie ausgegraut. Komisch. So, jetzt sind wir nach vorne hin wenigstens einigermaßen abgesichert. Ob ich das hier nach unten machen sollte? Das braucht so viele Baumstämme. Ich schau mal. Ich habe ja noch Lakenseile, mit denen ich die organisieren könnte. Und da oben war ein kleiner Wald. Wir schauen mal. Schauen wir mal, schauen mal. Bis jetzt ist es hier fast sicher. Ich mache mal hier den Garten weg. So. Ich überlege sogar gerade, ob ich nicht doch irgendwie hier nach unten absichern könnte. So vielleicht. Also quasi. Ja. Und dann. Das ist vielleicht am schlauesten. Weil ich muss ja hier nicht den ganzen Häuserblock im Beschlag nehmen. Wir reichen ja erstmal das hier. Und dann kann ich hier halt noch den Zaun nutzen, ne? Der geht. Moment, jetzt mal schauen. Hier ist hier die Garage. Dann machen wir hier von der Garage nach da drüben. Und dann sind wir da nach hinten auch sicher. Ach nee, ich wollte ja eben mal noch was schauen. Und zwar, ich das zu einem Stapel. Ah, ich brauche zwei Lakenseile, okay. Und der wiegt 12. Das heißt, mit 4 Lakenseilen kriegen wir 12 Stämme weg. Ne, mit 6 Lakenseilen kriegen wir 12 Stämme weg. Das sind dann 3 Wände. So. Aber dann brauche ich erstmal 6er Lakenseile. Und will ich 6 haben? Die wiegen nämlich auch einen Haufen. Ja gut, wir können einfach mal 4 machen. 1, 2, 3, 4. So. Da hat gerade ein Baum gewackelt. Ich bin paranoid. Baum fällen. So. Ich glaube, hier oben war auch noch nicht drin. Ne? Das werde ich dann in dem Zuge hier gleich mal angehen. Ja, wir haben uns jetzt auch dem Haus genähert, deswegen sind da gerade die Zombies drin gespawnt. Und die fallen bestimmt auch gleich zur Türe raus. Genau, beziehungsweise zum Fenster. Einer zum Glück nur. So komme er heran. Schubs. Ah, oder so. Die Erschöpfung ist real. Warum darf ich die Wand nicht bauen? Was fehlt?
Bauen. Winde. Ach, die Stoffhetze mal wieder. Ja. So, jetzt aber. Und das Baumstämme. Und Moment, wir fangen die aber hier unten an, damit ich weiß, wo ich lande. Hier so. Zack. Mir kommt das alles nur so halb sinnvoll vor, was ich hier treibe. Ja, vielleicht rettet es uns ja auf lange Sicht, in the long run. Der Charme für mich in dieser Folge liegt doch, beziehungsweise nicht in der Folge, in dieser Staffel, liegt doch daran, dass ich eigentlich Louisville erstmal nicht verlassen will. Außer für Abstecher, die ich bewusst zum Bluten mache. Und dass ich stattdessen versuche, hier klarzukommen. Wäre jetzt wahrscheinlich noch bessere Base Locations zu geben und vielleicht nutzen wir das auch noch, indem wir dann das hier irgendwann mal verlassen. Aber ich versuche jetzt erstmal mit dem klarzukommen, was ich hier habe. So, bauen. Schielen wahrscheinlich wieder die Lakenfetzen. Die Wand da ist eigentlich überflüssig. Kann ich die auch abbauen? Ich will gehen. Was passiert denn, wenn ich die abbaue? Kriege ich die Baumstimme zurück? Nee, gar nicht. gut. So ist es halt. Aber 11 Punkte Tischlerei immerhin. So, Winde. Ne, geht noch nicht. Weil ich die Baumstämme nicht habe. So, jetzt aber. Bauen, Winde. So. Okay. ich sollte was essen. Ich sollte Pause machen. Ich bin sogar schon wieder am Einschlafen. Eigentlich ist das echt uncool. Kalorien sind auch schon im Keller. Also, es ist scheinbar sehr fordernd, eine Basis auf die Weise zu errichten. Gibt es hier irgendwas? Ne, kann ich nicht zerlegen. Naja, wir haben ja Reserven. Ist mal die Marmelade. So. Noch was? Wir können die Butter essen, wenn wir ganz viel gegen die Depression machen wollen. Ob ich mal noch versuche, mir ein Bett zu holen irgendwo. Damit wir ein bisschen mehr vom Tag haben. Gehen wir mal andersrum. Den Säge habe ich noch nicht gefunden, oder? Doch. Das heißt eigentlich, wir können Bretter herstellen, um die Basis von innen zu verbarrikadieren. Das ist ja vielleicht auch nicht die dümmste Idee. Okay, also wir holen uns mal ein Bett. Das wäre ein Zombie. Na du. Dann halt so. Oh Gott, Ermüdung ist wirklich kein Joke. Stellt man sich jetzt mal vor, mit ganz vielen Zombies. So. Zwei. Wäre jetzt schon ätzend. Okay. Einzelbett wäre mir eigentlich am liebsten. Ich weiß nicht, wie wir jetzt finden. Da ist eine Küche.
Ist bestimmt das ein Doppelbett drin. Ach, das habe ich sogar schon zerlegt. Den Sessel könnte man natürlich mitnehmen. Der ist besser als der Stuhl. Ich schleiche mal. Ja, der Leichtfüßig-Skill zeigt auch schon wieder an, dass wir auf jeden Fall mit Zombies zu tun haben in der Nähe. Auch das braucht Tischlerei 2 echt. Ja, okay. Dann zerlegen, ne? Wie hoch ist denn der Tischlerei-Skill? Also sind wir bald auf 2? Ja, ist ein guter Weg. So. So. Ich weiß noch, wie handhaben wir das jetzt hier am besten? Eigentlich müsste ich jetzt andere Betten zerlegen, damit der Skill steigt. Wir sind so müde, dass es nicht mal schlau ist, ein Bett zu zerlegen. Eigentlich wäre es schlau, sich direkt reinzulegen. Hier. Ja, jetzt hat den Vorhang. Ich habe überlegt, ob ich genau dieses Bett zum Schlafen nehmen sollte, aber. So. Ist da drin? Nix. Zum Glück ist die Nachbarschaft einigermaßen sicher. Dann könnte ich nämlich hier mal ganz kurz drin schlafen. Sehr gut. Ja, es ist mitten in der Nacht. Wir machen Liegestützsprünge. Und hier gab es noch irgendwas Müdigkeit, genau. Die nehmen wir direkt. Wie sieht es denn sonst aus? Fitness erreicht bald Stufe 2, ja. Sehr gut. Ausruhen. So. Naja, wenn hier eh alles dunkel ist und Nacht, dann kann ich auch einfach Dinge zerlegen. Dann bleibt sogar die Überlegung, ob ich nicht einfach noch ein bisschen Bretter mitnehme, falls ich welche generiere, um damit die Basis zu verbarrikadieren. Ah, hier gibt es nicht mehr so viel zu zerlegen in dem Haus. Jetzt passe ich mich jetzt hier. Das kann ich nicht, weil da ein Gegenstand drin ist. Da ist die Mikrowelle drauf. Die kann man nur mit dem Lötkolben zerlegen. So. Werkzeug, Werkzeug. Na gut. Nächstes Haus. Ich habe schon erwähnt, dass diese Folge ein bisschen Grind wird.
Vermutlich hieße das auch. So. Eigentlich müsste ich das ja aus nostalgischen Gründen stehen lassen. Aha, ich bin da mal jetzt nicht so dick damit. Kadaver. Nochmal was. Gut, ich nehme mal Nägel und Bretter mit. Ja. Hier sind noch Bretter. Was man natürlich auch noch zerlegen könnte, wären die Türen. Ich habe gerade keine Lust drauf. So, ich schleiche mal hier runter. Ich kann mal sowieso mal ein bisschen Zeug mitnehmen, was wir noch beim letzten Mal haben liegen lassen. Was wäre das denn überhaupt? Ja, gar nicht. Hä? Nur Kochtopf und Propangas. Brauche ich halt gerade nicht. Ich weiß, dass es hier ist. Ich kann mal Kleidungsfetzen draus machen. Ein bisschen vorspulen. So. Rucksack damit. Wir müssen gleich nochmal zurück in die Base und was essen. Darf ich hier was zerlegen? Nee. Oh, den. Den Plastiktisch darf ich zersägen. Okay. Na komm. So. Tischlerei, 3 Punkte. Da drin wollte ich das Bett klauen, deswegen gehe ich da noch nicht rein. Hier außen rum. So. 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 Das ist auch weg. So, sehr schön. Jetzt dürfen wir die Betten mitnehmen. Für mich nehme ich auch das mit. Oh, ich habe den Teppich mitgenommen. Und der ist kaputt gegangen. Und das ist auch kaputt gegangen. Okay, wir gehen. Ich wollte eh das kleine Bett haben. Ich hätte das eine Bett in der Basis nicht zerlegen sollen. Das war aber dumm. Naja, aber man muss ja mit seinen Fehlern leben. Ein bisschen. Man hat eine Lebensmittelvergiftung. Dann natürlich nicht. Das ist eine Ausnahme. Dann kann schon mal der andere Charakter vorbei, ihr Scheißert. Komm, indem wir ein bisschen Zitronengras hinwerfen. Wo habe ich denn jetzt das Bett hin? Hab ich. Ja. Hä? Hä? Ich bin gerade mega verwirrt. Auf. Das war doch hier, oder? Hier unten? Ah. Jetzt nicht zerlegen. Ach man. Schickes Bett 2. Ach, das wiegt 20. Das hat gerade so keinen Sinn. Wir können ja die Couch von unten nach oben holen erstmal. In der Basis. Bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wie ich jetzt das managen soll. Ist erstmal schön, dass hier die Wand steht und da eine Wand steht. Jetzt soll ich das von innen noch ein bisschen verbarrikadieren.
Und was essen? Was esse ich denn vor Schreck? Ich könnte was kochen. Jetzt habe ich den Grill, aber wir essen nochmal Zucker. Genau, dann machen wir das jetzt so, dass ich mir die Folge noch einen Grill von irgendwo hole. Mit Propangas am besten. Und dann haben wir im Hintergarten was, womit wir kochen können. So, hier fabrikatieren wir erstmal. Mal. Zack, und mehr Bretter haben wir schon nicht, ne? Okay. Das bleibt hier. So. Hier muss ich dann auch unbedingt noch zumachen. Wir haben sowieso bloß noch einen Nagel. Ach, deswegen ging das mit dem Fabrikadieren jetzt auch gerade nicht mehr. Okay, Propangasgrill. Ich hätte schwören können, dass hier in dem Hintergarten irgendwo einer stand. Da vorne ist nur der normale. Das ist auch ein normaler. Wir gehen einfach mal ganz kurz lang. So, hat mich jemand hier sehen? Okay. Machen wir da. Ah, da steht einer. Genau. Die haben mich noch nicht entdeckt, oder? Okay. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Das ist mir aber gerade ein bisschen egal. Vorgeil. Ich glaube, im Original heißen die Foreman. So. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken wegen dem Fenster. Oh, da ist noch ein Brett davor, also alles gut. So, dann machen wir das dahin. Und so, ja, an der Stelle kurze Unterbrechung gewesen. Wie immer bei irgendwelchen Aufnahmen. Die Leute können mich nicht in Ruhe lassen. Ich habe jetzt den Grill. Ich gehe jetzt zurück zur Basis und dann beenden wir die Aufnahme. Hoffentlich kriege ich das dann wieder zusammengeschnitten. Durst haben wir auch. Wir sind depressiv, aufgewühlt, durstig. Und es wird Wind. Oh nein, Wind. Okay, was wollte. Ach ja, der Grill. Den müssen wir natürlich draußen hinstellen, weil wer den Grill indoors betreibt, ist ein bisschen blöder. Das ist natürlich ein Elektrogrill, aber das steht gerade nicht zur Debatte. Achso, den muss ich so hinstellen oder was? Platzieren? Nee, achso, der muss erstmal in mein normales Inventar. Okay. Und dann darf ich ihn platzieren. Ja. Zack. So, jetzt kann ich hier den Propangasbehälter wieder einbauen. Und dann können wir hier grillen und machen. Vielleicht sollte ich auch mal überlegen, ob ich hier meine. Oh, ich kann die Türen abschließen. Ob ich hier mal die Kollegen nach draußen werfe.
Wie sieht's denn aus? Also eigentlich, der Tag ist ja noch jung. Aber die Folge nicht. Die Folge ist schon alt. Ich geh mal ganz kurz rüber und trink was und befülle meine Flaschen. Und dann beenden wir die Folge. So. Übrigens, das hier sind auch alles potenzielle Einbruchstellen. Erst recht, wenn da nicht mein Vorhang davor ist. Muss ich da mal schauen, dass ich das auch noch irgendwie sichere. Wenn ich einen Vorschlaghammer hätte, würde ich sogar zwischen den beiden Häusern eine Verbindung herstellen. So. Okay. Gut, an der Stelle danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.